Einer der größten Probleme, die wir aktuell in Deutschland haben, ist ja das, was tagtäglich insbesondere von der Grünen Partei angerichtet wird. Aber die anderen Parteien, die in der Regierung sind, sind da natürlich nicht viel besser. Doch wenn ihr jetzt dachtet, das wird bestimmt irgendwann auch mal besser bei den Grünen, die werden zur Raison kommen und die werden merken, dass ihre Politik nicht funktioniert und dann werden sie einen anderen Weg einschlagen, dann habt ihr euch getäuscht. Denn das, was jetzt hier an grünen Politikern nachkommt aus der grünen Jugend, ist noch viel weltfremder, noch viel schlimmer. Und das, was gestern Katharina Stoller hier bei Markus Lanz vom Stapel gelassen hat, ist wie aus den tiefsten Lehrbüchern von Karl Marx. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass wir uns nicht nur anschauen, was macht ein Robert Habeck beispielsweise oder eine Katharina Schulze, sondern was machen eben auch die jungen Grünen. Und das wird hier von Markus Lanz eigentlich zu Beginn im Intro ganz gut angeteasert, was die so machen und was denen so vorschwebt. Katharina Stoller von der Grünen Jugend will einen Mindestlohn von 15 Euro, die Abschaffung der Schuldenbremse, die Verstaatlichung großer Wohnungskonzerne, einen europaweiten Mietendeckel, ein Verbot der Privatisierung von Krankenhäusern, Verkehrs- und Energiebetrieben, eine europäische Rettungsmission im Mittelmeer mit, Zitat, allen verfügbaren Schiffen und eine Millionärsteuer auf Vermögen, Einkommen und Erbschaft. Denn, so sagt sie, wir können uns die Reichen nicht mehr länger leisten. Ja, und was will... Ja, das ist erstmal eine ziemlich gute Umschreibung. Sie nickt ja auch selber zustimmend. Und wenn du jetzt denkst, wow, okay, das ist natürlich ziemlich heftig. Wie will man auf diese Art und Weise Politik machen, so dass noch diejenigen, die den ganzen Wohlstand erarbeiten, auf dessen Kosten Leute wie Katharina Stoller und so weiter bezahlt werden müssen, wie will man die eigentlich noch im Land halten mit dieser Art von Politik, ja? Dann, ja, seid ihr hier genau richtig. Wir müssen uns jetzt mal die fundamentalen Fehler in der Betrachtungsweise, wie Katharina Stoller nicht nur die Welt, sondern vor allem auch die Wirtschaft sieht, anschauen. Und die eklatantesten Fehleinschätzungen trifft sie hier gleich zu Beginn der Sendung, wenn es denn auch um die Wohnungskonzerne und die Profite an der Börse geht. Das ist unfassbar. Hört euch das an. Deutscher Wohnkonzern, wenn ich 1000 Euro Miete zahle, wird mehr als 400 Euro meiner Miete direkt an die Aktionäre quasi ausgezahlt. Und es ist ein bisschen unehrlich zu sagen, da wird einfach irgendwie magischerweise Geld vermehrt und dann haben wir das klasse für unsere Rente. Weil das ist wie, wenn ich aus meiner linken Hosentasche was nehme und in die rechte Hosentasche stecke. Das ist wie, wenn ich mit meiner Miete heute, die massiv überteuert ist, die Rente von morgen bezahle oder die Rente von heute bezahle. Ich finde, das gehört zur Ehrlichkeit dazu, dass es im Endeffekt das Geld ist, was Beschäftigte einbüßen, wenn Druck gemacht wird auf dem Kapitalmarkt oder was Verbraucher zahlen, wenn da Aktionäre von profitieren. Okay, also da stellen Sie jetzt aber... Also allein in diesem Satz sind so viele sachlogische Fehler enthalten, dass ich wahrscheinlich ganze Bände schreiben müsste, um das alles zu widerlegen. Deswegen konzentriere ich mich jetzt nur mal auf die Kernaussagen. Also Frau Stoller sagt zum Beispiel, man solle dieses Generationenkapital nichts davon an der Börse und so weiter anlegen und spekulieren, ja, weil das ja an ja, zu unsicher ist und so weiter und weil sowieso da die ganzen Mitarbeiter nur ausgebeutet werden und weil es vor allem, und das ist das Beste, linke Tasche, rechte Tasche sei. Also diejenigen, die die ganze Zeit Umverteilung fordern, nämlich man nimmt es dem einen und gibt es dem anderen, sagen ausgerechnet, dass das Wirtschaftswachstum und die Börse und die Gewinne, die dort gemacht werden, ein Umverteilen ist von linke Tasche in rechte Tasche. Jetzt schauen wir uns aber ganz kurz mal dieses Vonovia-Beispiel an, weil dieses untermauert sehr gut die Denkfehler von Frau Stoller. Sie sagt ja, mehr als 400 Euro der Miete, die gezahlt werden, geht eben in Form von Dividende an die Aktionäre von Vonovia. Nicht nur ist das völlig falsch, sondern zeigt es auch gleichzeitig das falsche Weltbild, was sie hier von dem Kapitalismus und von den Gewinnen hat. Weil entgegen der Meinung von Frau Stoller leben wir im Kapitalismus nicht in einer Gewinn- und Profitwirtschaft bzw. Gesellschaft, sondern, und das ist ganz wichtig zu besagen, in einer Profit- und Verlustwirtschaft bzw. Gesellschaft. Ja? Muss ich nochmal kurz die Kamera schwenken. Das ist ein ganz zentraler, wirtschaftlich wichtig zu verstehender Fakt. Ja? Nicht alle Unternehmen machen Gewinne, nur die Unternehmen, die es schaffen, ein Produkt oder eine Dienstleistung aus den Ressourcen und so weiter zu kreieren, die mehr wert ist
als das, was all diese Ressourcen am Anfang mal wert waren. Und nur wenn es Kunden gibt und Abnehmer, die zufriedener sind damit, nur dann ist es dem Unternehmen gegeben, auch Gewinne zu machen. Man muss sich einfach nur die Insolvenzen und all die ganzen Unternehmen anschauen, die eben keine Gewinne machen. Und deswegen hat es sich etabliert, dass nur Unternehmen und Leute logischerweise ihr ganzes Risiko in eine Unternehmung stecken, wenn sie dafür auch kompensiert werden in Form eines Gewinns, in Form einer Rendite. Und der Preis, den diese Mieter oder den andere Kunden dafür zahlen, dass sie etwas nutzen, ob Wohnraum oder andere Produkte, ist die unfassbare Effizienz, die wir dadurch gesamtwirtschaftlich zurückbekommen. Das ist der Grund, warum wir beispielsweise unsere Produkte, unser Brötchen oder was auch immer bei Lidl kaufen oder bei Netto oder sonst wo und nicht irgendwo beim Staat, weil der Staat nicht mal ansatzweise jemals es schaffen würde, zu den Kosten und zu dem Preis am Ende etwas anzubieten. Und das ist die simple Realität. Und wenn jetzt Frau Stoller sagt, ja, diese ganzen Gewinne, die fließen alle an die Dividenden, da muss man hier erstmal sagen, schaut mal, in den ersten Quartal 2023 und zweiten Quartal ist erstmal gar nichts an Gewinn geflossen. Da hat nämlich Vonovia einen massiven Verlust gemacht. So, und wenn wir uns jetzt mal kurz dieses Beispiel, was Frau Stoller meint, anschauen, das stammt aus dem Jahr 2019. Da gab es nämlich auch mal so einen Bericht hier von Mieteraktionären. Ja, das stammt aus dem Jahr 2019. Und hier war es tatsächlich das einzige Jahr, was ich gefunden habe, wo, wenn man sich jetzt mal hier den Gewinn anschaut, 2019, 3,16 Milliarden, ne? Das ist der Umsatz, nicht der Gewinn. Hier kommt der Gewinn 1,19 Milliarden und davon Ausschüttungsquote 92%, also ungefähr genau eine Milliarde oder 1,09 Milliarden wurden an die Aktionäre ausgeschüttet. So, das ist aber bei weitem nicht 400 Euro oder mehr sogar, ne? Oder mehr als sozusagen 40%, sondern das ist ungefähr, ja, 34%, ne? Und das stimmt auch nicht, wenn man das auf die Miete und so weiter kalkuliert, weil Vonovia hat in dem Jahr nicht nur Geld erwirtschaftet durch Vermietung und so, sondern auch durch den Verkauf von Immobilien. Das heißt, diese Rechnung stimmt dort schon mal gar nicht zusammen, ja? Aber was noch viel wichtiger ist, es geht mir jetzt nicht darum zu zeigen, hey, das sind eigentlich nicht 400 Euro gewesen, sondern in der Praxis nur irgendwas um die 200 Euro wahrscheinlich, sondern es geht mir vielmehr um das Fundamentale, weil schon in den ganzen anderen Jahren hatte Vonovia nicht ein einziges Mal so eine Ausschüttungsquote. Ja, da seht ihr es ja. Die Ausschüttungsquote beispielsweise an die Aktionäre waren hier mal 40%, die 36% und so. Und schaut mal hier die Ausschüttungsquote. Oh, minus 104%. Ne? Das Problem ist nämlich, dass an dieser Stelle dann eben auch mal ganz schnell die Rendite auf die Dividende massiv gesenkt wird, wenn das Unternehmen eben keine Gewinne mehr macht. Und das ist eben genau das, was ich angesprochen habe. Es gibt nämlich nicht nur Gewinne, sondern auch Verluste. So, und das ist unfassbar wichtig, weil wenn man das nicht versteht, dieses Prinzip, dann hat man irgendwann genau das, was jetzt Frau Stoller vorgeschlagen hat, nämlich ja, überall soll der Staat rein, überall muss das enteignet werden, die Profitkalkulation muss eigentlich rausgenommen werden. Dadurch hat aber keiner mehr einen Anreiz, irgendwie diese Immobilien gut zu bewirtschaften, weil er ja nichts mehr davon hat, er darf ja keinen Gewinn mehr machen. Und dann haben wir genau das, was wir in Venezuela und all den ganzen anderen sozialistischen Ländern haben, nämlich, dass diese Immobilien massiv abgewirtschaftet werden und viel weniger Wohnraum entsteht. Ja, aber erklär das mal einer Katharina Stoller. Es geht aber noch weiter. Schaut mal hier, wenn es um das Thema Arbeit und so geht. Von Unternehmen die Arbeitsbedingungen zu verbessern, wenn sie die Arbeitnehmer haben wollen? Oder ist die Aufgabe des Staates? Das würde jetzt Katharina sagen. Katharina sagt, ja gut, da muss der Staat halt Jobs schaffen, die besser bezahlen und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist die Aufgabe der Unternehmen. Okay. Und ich möchte noch eine Sache hinzufügen. Die Jusos zum Beispiel, übrigens, die haben das zur SPD-Parteibeschlusslage gemacht. 20 Stunden Wochenarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich, 20 Stunden. 20 Stunden ist Beschlusslage der SPD, auf jeden Fall der Jusos auch. Die haben das da beim Parteitag gemacht. Würden Sie mitgehen, 20 Stunden? Wäre doch super, oder? Für mich aus deiner Argumentation heraus. Naja, also es ist ja nicht so, dass es jetzt morgen ansteht. Und wenn wir das mit den 30 Stunden gut. vollem Lohnausgleich aber geschafft haben, dann können wir uns total gerne darüber unterhalten, okay. Wie es möglich ist, das weiterzumachen. Jetzt kommt okay. mein Konter. Also, da hört ihr es. Ne? Das war so der Abschluss des Ganzen zum Thema Arbeit und so weiter. Eine Frau, die bei einer Jugendorganisation, in einer Partei und so weiter ist, die es für realistisch hält, bei all dem ganzen Fachkräftemangel, bei der wirtschaftlichen Lage in Deutschland, ja, und
bei all dem, was aktuell von der Politik sowieso schon verbockt wird, die Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich auf 20 Wochenstunden zu reduzieren. In welcher Welt und in welcher wird, nicht mal im Sozialismus würde es funktionieren, dass du die Arbeitszeit nochmal halbierst und trotzdem alle dann irgendwie wieder mehr haben. Ja? Erreichen will sie das natürlich mit massiven Besteuerungen von Vermögen, aber auch von höheren Einkommen, und zwar nicht Multimilliardären und so weiter, sondern auch die, die schon ein paar Millionen haben, sollen massivst besteuert werden. Jedes Jahr immer wieder aufs Neue. Gleichzeitig soll die Arbeitszeit aber massiv reduziert werden und dadurch irgendwie auf magische Art und Weise der Fachkräftemangel behoben werden, weil wenn nur noch der Staat überall die Jobs kreiert, dann sind ja auch die Bedingungen viel besser, sagt sie. Und deswegen würden dann auch die ganzen Fachkräfte beispielsweise in der Pflege und anderswo auch wieder zurück in Arbeit gehen, für die sich jetzt einfach nicht lohnt zu arbeiten. Ach, und übrigens, als unfassbaren Arbeitsanreiz will sie auch noch das Bürgergeld verdoppeln auf über 1000 Euro. Ja? Und wo es am Ende noch über Migration geht, sagt sie aber auch noch, wir brauchen trotzdem komplett offene Grenzen, weil egal wo es auf der Welt irgendwo nicht nur Krieg gibt, sondern auch noch Elend und andere Sachen, also einfach auch dort, wo Leute sagen, ich will ein besseres Leben, müssen sie die Möglichkeit haben, nach Deutschland zu kommen. Also um das Ganze zusammenzufassen, die Börse und so weiter ist total schlimm, da werden die ganzen Gewinne und so erwirtschaftet von den ganzen bösen reichen Milliardären. Selber aber dieses Prinzip der Börse zu nutzen, für ärmere Leute? Nein, auf keinen Fall, weil die Börse ist zwar einerseits eine Möglichkeit für Reiche, ganz reich zu werden, aber auf der anderen Seite ist das extrem unsicher und spekulativ. Diesen Widerspruch hat noch nie ein Linker oder Grüner übrigens aufgeklärt. Gleichzeitig will man alles besteuern, was nicht bei drei auf dem Baum ist, und zwar massiv. Ja? Man wird natürlich dadurch massiv auch den Abbau weiterer Stellen und so weiter sehen, weil die Unternehmen natürlich logischerweise deinvestieren werden und mehr in anderen Ländern dann investieren. Die will man wahrscheinlich dann irgendwie aber auch noch daran hindern, indem man noch weitere, ja, vielleicht Wegzugsbesteuerung einführt. Keine Ahnung, was denen noch vorschwebt. Das wird man dann mit denen ja ausmachen müssen, wenn es in so eine Situation tatsächlich kommen würde. Ja? Und das Ganze aber trotzdem alles bei vollem Lohnausgleich, doppelten Bürgergeld und gleichzeitig auch noch für die ganze Welt. Wunderbar, dann haben wir den kompletten Substanzverzehr in Deutschland. Und das Problem ist, Leute, das ist nicht einfach nur eine Satire-Sendung. Das ist nicht irgendwie alles nur von deren schlechten Scherz, sondern die meint das wirklich ernst.